So, liebe Leute, willkommen zurück zu AdventureCraft. Ja, es geht wieder weiter. Komischerweise, wirklich kein Scherz. Ich logge mich heute Mittag ein, wollte gucken, ob, wie man das jetzt macht, dass die Türen hinten aufgehen. Ich gucke auf einmal. Dann sind die Türen. Ja, die Türen sind nur noch zu, aber komischerweise ist diese Tür jetzt hier auf. Ja, gehen wir nochmal rein. Ich habe schon mal geguckt, was da vorne ist, aber ich habe noch nichts ausprobiert. So, genau. Hier sind nicht so komische, sag mal, Luftschießer, Luftventilatoren. Hier haben wir diesen komischen, sag ich mal, Gürtel, oder Gürtel nicht, diesen Handschuh. Naja, machen wir mal die Musik an. Meistens passt die Musik zwar nicht ganz mal zu Zelda Adventure oder generell zu Minecraft, aber das macht uns nichts aus. Wir ziehen das Knall halt durch, okay. Picture shows the true. Eine Sonne. Okay, wow. Ja, hier kommt, glaube ich, wahrscheinlich nicht rein. Sneak? Ne. Guck, was da. Ah, fuck. Ich kann auch nicht sehen, was da unten drunter ist. Ob es jetzt von Bedeutung ist oder. Genau, so wie ich das haben würde, ist besser. Weißt du, so eine Geheimtür oder so? Oh! LOL! LOL, ja, sauber. Schalter. Oh, ne, Skelette. Hilfe. Bam! Oh! Fuck! Aber ich habe auch im Forum gelesen, das war, glaube ich, bei sogar Minecraft-Forum, ich weiß nicht genau. Oder war es auch bei Let's Play-Forum. Dass der Adventure Craft, wie sagt man es am besten? Dass Adventure Craft allgemein manchmal irgendwie so welche Bugs hat, dass irgendwann mal das Spiel irgendwie nicht mehr funktioniert oder halt das Save Game irgendwie kaputt geht. So wie bei mir, schätze ich mal. Und deswegen sollte man ab und zu doch mal eine Sicherheitskopie machen. Also Leute, wenn ihr auch Adventure Craft spielt, dann tut es doch bitte. Macht man eine Sicherheitskopie, nicht, dass euch das gleiche widerfährt wie mir. Ja. Wer es noch nicht weiß, die Musik ist von KST Beats. Ist eigentlich auch ziemlich bekannt eigentlich. So, das müsste ja eigentlich fast schon reichen. Hier. Jawohl. Nur ein Ding muss sich bewegen. Dachte ich hätte alles. Navi. Navy. I am the light. The lever is used to stop fans. Okay. Also kann ich da gleich wieder. Oh, ich brauche was Leuchtendes. Nee, so. Das. So, genau. Nicht, wenn man es in der rechten Hand hat, kann man deutlich schneller schlagen, was mich durchaus fasziniert. Oh nein, ich hasse aber. Scheiße, wo komme ich her? Hier. Ich würde sagen, einfach immer mal der Nase folgen. Heute ist der dritte, glaube ich, nee, warte mal, der dritte, zehnte. Und wenn der Sips LP kennt, der hat heute ein Video hochgeladen, wo er die. Oh, was ist das denn? Die mangelnde, sag ich mal, Qualität von YouTube anspricht. Und zwar meint er, dass durch diese Startseite nicht mehr so viele Videos angezeigt werden und teilweise erst nach 2 oder 3 Wochen angezeigt werden, dass die Videos geuploadet wurden, obwohl man sie schon deutlich länger oben hat. Ich packe euch mal das Video am besten in die Beschreibung rein, da könnt ihr gucken, was er genau damit meint. Und ich würde euch jetzt mal bitten, wie ihr denn auf dieses Video gekommen seid. Seid ihr über die Abo-Box, also über die Startseite gekommen, über empfohlene Videos rechts auf der Startseite, wo meistens da nur die größeren YouTuber drauf sind. Oder doch einfach über meinen Kanal. Seid einfach irgendwie halb gesurft und seid dann wieder auf meinen Kanal gekommen.
und habt dort weiteres erfahren. Schreibt es auch bitte in die Kommentare, wie ihr hier hingekommen seid. Alter, hier war ich doch eben schon mal. Hier war ich auch schon, glaube ich. Ach, sieht alles so gleich aus hier, Mann. Ich glaube, hier bist... Ja, okay, warte mal. So, jetzt gehe ich geradeaus. Ich halte mich jetzt immer rechts. Das kann auch ewig dauern, bis ich hier mal raus bin. Okay, immer rechts. Hat hier kein Ende. Rechts. Rechts. Na, okay. Also das führt einmal im Kreis. Dann weiß ich ja jetzt. Hier ist ein Smaragd. Okay, nein. Immer rechts ist also nicht gut. Also jetzt halte ich mich mal immer geradeaus. So, hier kommt man ja dann wieder, ist man ja ganz rechts wieder, glaube ich. Okay, hier geht's auch nicht lang. Ne, okay. Dann gehe ich jetzt mal hier lang. Links. Links, kommt mal wieder am Anfang. Richtig, ja, okay. Hier, geradeaus. Links, links. Okay, geradeaus. Das sieht echt tückisch aus. Man denkt da, wenn man jetzt von hier guckt, denkt man, dass man da nicht weiterlaufen kann. Oh, fuck. Aber es ist so, man kann dort weiterlaufen. Wenn ich jetzt hier hinlaufe. Cast the Beats. Lol, ey, ich hasse Labyrinthe. Labyrinth? Labyrinthe? Labyrinth? Keine Ahnung. Hier. Oh, hier war doch irgendwas. Optische Täuschung, ganz klar. Da bin ich eben rein. Die Musik passt gerade überhaupt nicht dazu. Deswegen, zack, weitergeschaltet. Hört sich auch gleich viel, 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 viel besser an. Alter. Oh, Mann. Ich schätze mal, warte mal. Ich gehe mit irgendwie keinem System ran. Au, das sieht verdächtig aus. Hier war ich glaube noch nicht. Aber es gibt einen Gang. Hier geht's ja nicht. Her, hin. So ein Gang. Gehen wir einfach mal diesen Gang nach rechts. Einmal ganz außen rum. Dann müssen wir irgendwann ja wieder in dem Gang ankommen. Das ist der Gang. So. Gehe ich bei diesem Gang jetzt hier rechts. Folge immer dem Weg. Okay. Ist das hier schon der Gang? Ne, das ist der Gang. Geh den zweiten. Rechts. Kommt das hier. Geh den Gang. Den hintersten rechts. Ist auch nix so. Dann gehe ich den hintersten hier lang. Ja. Komisch. Es müsste ja gleich wieder nach hinten kommen. Ja, genau. Hier war ich ja eben und habe gedacht, dass hier noch ein anderer Weg wäre. Also geht man hier lang. Müsste ich. Oh, das. Nee. Alter. Are you fucking kidding me? Anscheinend ja. Wie da? Hier ist der Gang, der erste rechts. Ja, das stimmt. Okay. Gehe ich mal hier lang.
War doch eben ganz woanders. Warte mal. Eben? Das ist doch ganz anders. Ich bin von hier gekommen. Genau. Bin ich hier rechts? Das ist echt creepy. Das ist echt Greenpeace. Hier oben ist ja auch nichts anderes. Ich muss also hierher. Hin. Ja, einfach hier entlang laufen irgendwo. So. Das. Mann, ey! Kann nicht wahr sein. Junge, ist das schwer. Also, Leute, ist echt kein Spiel für mich hier. Was ist los hier? Hier ist ja auch wieder nichts. Ich muss am besten mal so ein was bauen können hier. Aber eigentlich, wenn ich hier ganz außen entlang laufe, muss ja eigentlich der Ausgang irgendwo kommen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es eine Treppe nach unten geht, mitten in der Mitte. Also das ist ja nicht definiert im Labyrinth. Ich muss da eigentlich schon mal jeden Weg abgelaufen sein. Ah! Wow! Juhu! Wenn man denn vom Teufel spricht... Servus, Dankeschön. Okay, wie soll ich denn jetzt schon wieder rausfinden? Wo bin ich denn jetzt lang gelaufen? Achso, hier ist der Gang. Ah, okay. Jetzt hier lang. Ganz hinten rechts. Dann wieder rechts. Und dann ist jetzt Sackgasse. Fail. Naja. Genau, hier. So. Jetzt muss ich hier hoch. Schön die... Aber nein, halt, stopp. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Dann nehme ich jetzt am besten das Schild. Ja, nee. Lass mal so langsam mit dem Bo... Ah, das. Huah. Huah. Bang. So. Aber... Das geht... oh mein Gott, ich werde sterben, oh. Oh, ich bin so tot, ich bin so tot. Ah, muss ich konzentrieren. Da oben ist noch eins. Oh. Bam, bam, bam. So, jetzt kann ich auch wieder hier langlaufen. Und gucken, wie ich die vierte Mission hier, sag ich mal, in Gang. Also. Ah. Ja. Ja. Mir wird schwindelig. Nein, Schatz. Ja. Du. Leider habe ich keinen Schlüssel. Was jetzt hier? Genau. Da muss ich also am Ende hinkommen irgendwie. Hallo? Wo laufe ich jetzt hier so schnell hoch? Hallo? Meinst du, dass da der Schlüssel drin ist? Aber was sind die denn so aggressiv heute geladen, ey? Kann ja gar nicht sein. Nee. Hier ist also kein Schlüssel. Ja.
So, hier ist der Ausgang. Ja, kann ich mir auch ganz bisschen dran erinnern, dass ich hier runtergefallen bin irgendwann. Mal, ja, doch. So, hier ist der Eingang. Also kann ich eigentlich nur. Aber es sind ja drei Räume. Ja, ich gehe einfach mal hier rein. Komisch. Da war ich ja eben. Da war das Labyrinth. Hier ist eine. Hier war. Weiß da oben noch. Da waren ja nur die Bombenpfeile drin. Entschuldigung. Nur die Bombenpfeile drin. Dieser Beat ist episch. Und das ist. Habe jetzt auch rausgefunden, wie man das hier lösen kann. Entweder man hat einen Bogen, den man in der Wüste findet, wie ein netter User von mir gesagt hat. Man kann diesen Schalter auch. Oh, das ist gerade laut. Egal, ich muss ein bisschen lauter sprechen. Diesen, also man muss gar nicht rüberkommen. Man kann einfach hier mit dem Dings so das einfach so machen. Weißt? Dann geht nicht aus, das Licht eigentlich an. Aber das ist ja schon angegangen hier. Von daher. Das ist doch schon etwas mysteriös. Hier stand das ja noch nur mit den Dingern da. Hier ist ja auch noch ein Dings. Ach, war ich da. War ich da oben überhaupt schon? Ich glaube, da war ich noch gar nicht. Ja, okay. Einfach so. Ne, anderthalb. Ne, warte mal. Das hat jetzt fast eins. Ja, okay. Jetzt halt noch zwei Versuche. Okay. Da brauche ich aber andere Musik. Weihnachtszeit. Sag allen Bescheid. Wenn der Gamer Sven seinen Schatz auspackt. Nein. yeah. Das war gerade echt zu pervers, ja. Ja, den sieht man auch. Fuck! Soll ich denn da unten jetzt reinkommen? Schweige denn, wie soll ich da runterkommen? Oder? Der ist. Ah, okay. Also. Da oben war diese komische Hand drin. Also brauche ich noch zwei Schlüssel, um überhaupt in die nächste Dungeon zu kommen. Au! Bombe! Okay, das war die falsche Dingsbums. Ja, ihr wisst schon. Es kann ja nur da drin sein, weil da ist ein Auge. Das Auge heißt doch eigentlich immer nicht erledigt, oder? Schätze ich mal so in der Art, oder ja. Ah, ne, da. Ne, warte mal.
Hier kam ich ja. Das heißt bestimmt Ausgang Auge oder so. Da war ja nichts mehr. Höchstens hier kann noch was sein. Weißt du, Leute, ich guck gerade mal bei YouTube, wie andere es gemacht haben. Jo, sieht sich gleich. Tschüss. Bye, bye, Leute.